Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kernigang. Heute werden wir uns mal meine YouTube Analytics angucken. Mir ist nichts eingefallen. Nein. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich schon länger Lust darauf. Hier sieht man, meine Among Us Video kommt nicht so gut an. Nein, Spaß. Es ist mir eigentlich relativ egal. Ich mache das hier halt auch nur aus Spaß, muss ich jetzt ja sagen. Ich wollte mir heute mit euch unsere Analytics angucken. Ich hab da jetzt schon länger nicht mal reingeguckt. Wiedergabenzeiten die letzten 28 Tage in Minuten. Aha, okay. 5679 Minuten, 2 und 4172. Ist mein Kanal schon so groß? Ich weiß es nicht. Obwohl wir in der letzten... Das ist irgendwie komisch. Wisst ihr, in der Zeit, wo ich inaktiv war, ja? Sagen wir, gucken wir mal hier auf das Video hier. Wann kam das? Sagen wir 48 Tage. Ja? Sagen wir 48 Tage. Hier, das Video kam gut an. Das war vor 4 Tagen, glaube ich. Nee, vor 5. Ach, kam. Auf jeden Fall, in der Zeit, in diesen 48 Tagen, beziehungsweise, ne, auf die, gerundet 48 Tage, also sagen wir 50 gerundet 50 Tage, habe ich einen Abonnentenzuwachs bekommen. Das war krass, ja. Da habe ich mir gedacht, komm, da musst du auch Videos machen. Und kaum mache ich Videos. Der. Ich hatte 167 Abonnenten, 3 verloren, weil ich ein Video gemacht habe. Wo in der Welt passiert das bitte? Wie? Hä? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, ja, wir gehen jetzt mal hier rein. Es gibt hier 5 Analytics. Und wir gucken hier mal rein. Ich glaube, Playlist mache ich mal. Ich guck mal rein. Ich werde das, glaube ich, rausschneiden, falls es nicht schlimm ist. Ach, nee, ich habe jetzt gedacht, jetzt findet man so private Playlist. Oh, privat. Okay, egal. Echtzeitaufrufzahlen in den letzten 48 Stunden, also in den letzten 2 Tagen, habe ich insgesamt in allen Videos insgesamt 160 Aufrufe bekommen. Momentan geht es wieder nach oben. Es war vor einiger Zeit. Ach, guck, man kann hier sogar raufgehen. Ach, man kann hier sogar was umstellen. Das ist ja cool. Wenn man in den letzten 60 Minuten 4 Aufrufe. Okay, ich habe im Mittagszeitraum habe ich viele Aufrufe bekommen, muss ich. Okay. Wer guckt sich denn freiwillig meine Sachen an? Am 5. Januar, bla bla. Am 5. Januar, da war es nicht gut. Aber hier so, um Silvester. Ja, da, wo ich mein Silvester 2020 Video hochgeladen habe, da ging es richtig steil auf. Zeitraum seit letzten Jahr, im letzten Jahr. Oh. okay. Was ist da? Warte mal. April, Mai, Juni. Also Mai, Juni. Ich glaube, es ist eher Juni. Was ist da bitte passiert? 700 Aufrufe? Über 700? Was ist da bitte passiert? Ja. Also, ich will mich nicht beschweren. Im Januar, im Dezember, Also, ich will mich nicht beschweren. Echtzeitaufrufe, letzte veröffentlichte Videos. Schlimmste Among Us-Runde. Ach so, nee. Das kann ich ja. Das ist nicht so relevant. Geschätzte Aufrufe. Mein Silvester 2020 in den letzten 48 Stunden 11 Aufrufe. Und ich muss auch dazu sagen, das ist halt nicht wirklich viel, aber für mich, also für meine Babyverhältnisse, ist das halt schon nicht verkehrt. Ja? Wiedergabezeit in Minuten in den letzten 28 Tagen oder 1 Februar. 5679 und es wurden mehr?
Also diese grüne Zahl. Ich bin halt nicht der Schlauste in solchen Analytics, deswegen verstehe ich die grüne Zahl gar nicht. Ach so, doch, doch, doch. Ach, da bin ich doch. Also das hat in der letzten Zeit, in den letzten 28 Tagen, ist meine Wiedergabenzeit in Minuten um 3.986% nicht Prozent, Minuten gestiegen, und das ist ein Prozent plus, sage ich jetzt mal so, ich finde gerade die richtigen Worte, von 235%. Aha. Also über 100%. Das ist schon mal, sagen wir, das ist knackig, das ist lecker. Und in den letzten 28 Tagen habe ich 4000, stand das nicht irgendwo? 4172 Aufrufe, das ist schon krass. Ja. Ja, also. Das lässt sich sehen. Durchschnittliche Wiedergabedauer. Okay. Also wie meine Zuschauer durchschnittlich meine Videos angucken in den letzten 28 Tagen? Eine Minute und 21 Sekunden. Und davor. Ach, da war es 7 Sekunden länger. Auf die 7 Sekunden kommt es ja auch natürlich an. Zeitraum der Erstellung, was soll das bedeuten? Ach so, ich glaube, seitdem mein Kanal gestartet wurde. Zeitraum seit Erstellung. Ah, okay. 1 Minute und 50. Also, seitdem ich meinen Kanal erstellt habe, gucken meine Zuschauer ungefähr 1 Minute und 15 Sekunden meine Videos. Und KA, keine Ahnung, weil es vor meinem erstellten Account gab es halt nichts. Im Januar. Sieht eigentlich relativ gut aus. Abonnenten. Ich sag's mal so, hier sind meine Videos rausgekommen. Hier habe ich meine Videos gemacht. Genau hier. Mein Among Us Video. Genau da. Oh nein. Oh nein. Warte mal, wann war denn dieser krasse Abonnentenzuwachs damals? Nee, nicht hier. Im August. Ah, hier. Hier gab es einen Abonnentenzuwachs. Februar vielleicht? März? April war jetzt nicht so krass. Dezember? Hier, der Dezember, da wo ich inaktiv war, +2. Und im Januar -3. Ich verstehe dieses Spiel. Ich verstehe dieses Game einfach nicht irgendwie. Wiedergabenzeit von. Oh, nee. Oh, die Analytics kenne ich. Aber was heißt sonstiges? Herr WTF, was heißt sonstiges? Nutzer ohne Abo 96,7%? Warum abonniert ihr nicht? Warum? Was stimmt mit euch nicht? Mein Content ist so krass. Der kann Tanzverbot einpacken, der auch Kilian heißt. Leute, die meine Abonnenten sind und mich verfolgen, 0,6%. Mag ich und mag ich nicht Vergleich. Verstehe ich nicht. Was soll das bedeuten? Okay, vielleicht sieht man das jetzt nicht im Video, aber ich habe gerade mit meinen Geschwistern geschimpft, weil die sind manchmal so laut, ey. Okay, mag ich. Und mag ich nicht Vergleich? Okay, nee, die Analyse checke ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich 92% mögen meine Videos und 8, nee, sie, ach, Alter, 8, 7,3% disliken, keine Ahnung. Und meine Top-Videos in den letzten 28 Tagen von den Aufrufen würde ich, glaube ich. Alter, dieses Video, das geht so ab. 30.000 Aufrufe. Richtig krass. Wie alt ist das? Das ist schon über 2 Jahre her, als ich das hochgeladen habe, wahrscheinlich. 30.000 Aufrufe. Unfassbar. Und dazu kann ich auch mal so eine Geschichte erzählen. Denn das Video ist nur entstanden, weil ich bin ja Bayern-Fan. Jetzt werdet ihr mich disliken und deabonnieren. Macht, was ihr wollt. Und da hat mein Papa mir mal gefragt, ob ich das kenne, ja? Und habe ich gesagt, nein, weil ich da noch ein kleines Kiddie war, was nichts gecheckt hat. Und da hat er mir dieses Video geschickt und da habe ich das einfach hochgeladen auf YouTube. Was ging in meinen Kopf hat? Ich hätte gesperrt werden können, ich hätte eine Anzeige bekommen können damals noch. Jetzt sind die Richtlinien etwas anders, aber trotzdem.
Ne? Aber zum Glück ist noch nichts passiert und jetzt ist mir das Video zu schade, um es runterzunehmen. Okay, und dann kommt ASMR-Roleplay. Okay. Okay. Wieder ein Schnitt, genau gleiche Erklärung. Weiter. Mein ASMR-Video geht ab, genauso wie. Nee, mein zweites ASMR-Video geht ab, genauso wie mein erstes. Mein Silvester 2020 ist krass. Und das da, das habe ich angesprochen in mein. Nee, nee, das habe ich nicht angesprochen, aber das. Not funny. Didn't laugh. Okay. Okay. Guckt euch mein Gesicht an. Oh mein Gott. Da war ich ein Jahr jünger als heute. Wow, ich war ein Jahr jünger als heute. Wow. Amüsant, aha. Was macht Domtendu du da? Okay, weiter, bla bla bla. Hier habe ich über diese. Nee, nee, das war noch nicht die Debatte über XXCraft. Bla 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 bla. Da habe ich über Mercedes-Benz geredet. Gänse, Mercedes-Benz, okay. Bla bla. Top-Videos. Und jetzt können wir auf die Auffindbarkeit finden. Impression. Bin ich gerade dumm oder weiß nicht, was eine Impression ist? Ich hab mich letztens noch schlau gemacht, aber ich hab's wieder vergessen. Ich bin so dumm. Also, falls ihr mir das erklären wollt, dann erklärt's mir, weil ich brauche eine Erklärung. Oh mein Gott, okay. Klickrate pro Imper. Ach Mann, lass mich doch. Ich kann hier erkennen, dass da ein Formtief ist, was aber gerade wieder nach oben geht. Arten von Zugriffsquellen. Funktionen zur Auswahl von Inhalten. Hä? Ach so, wie die mich gefunden haben. Funktion von Auswahl von Inhalt. Da verstehe ich gerade irgendwie nicht so. Videovorschläge. 11,9%, wo meine Videos wurden Leuten vorgeschlagen. WTF? YouTube? Suche? 9,1%. Okay. Kanalseiten. Ich glaube, das bedeutet irgendwie, dass Kanäle von anderen Kanälen vorgeschlagen wurden. Bei diesem Kanal-Dings. Ja, keine Ahnung. Playlist-Seite ist wahrscheinlich das gleiche, nur in diesen Playlisten, dass da Videos von mir drin sind. Keine Ahnung. Extern, verstehe ich. Weitere YouTube-Funktionen sind weitere YouTube-Funktionen. Playlist. Hä? Okay. Nee, Quatsch. Okay. Top-Quellen extern. Ach, also wie die mich gefunden. Also wie man nach mir gesucht hat. Google Search, okay. WhatsApp. Bing. Bing, aha. Telefon. Nee, nee, nee. So, tschüss. Ja, Telegram. Ist der Wendler ein Fan von mir? Ist der Wendler ein Fan von mir? Oh mein Gott. Ey, mach Werbung für mich, Wendler. Das wäre so krass. Oh mein Gott. Obwohl, nee, dann dürfte ich ja nicht mal auf YouTube sein eigentlich. Suchbegriffe auf YouTube. Alter, nur Bayern und ASMR. Silvester 2020, 21, lustig. Aha. Okay. Was haben die Leute gesucht? ASMR-Friseur. Mein erstes ASMR-Video. Mein erstes ASMR. Bayern Valencia Elfmeterschießen. Bayern Valencia 2001. ASMR Deutsch Friseur. ASMR erstes Video. ASMR. Silvester 2020, 21. Lustig. Terminal 64 Reaction. ASMR Friseur Deutsch. Terminal 64 YouTube. Page, glaube ich, YTP. Erstes ASMR, die in den Gang haben 0,4% gesucht. Terminal 64, Bayern Valencia 2001, Bayern, FC Bayern. Erstes ASMR-Video selber, sehr lustig. Animal Crossing Apollo. Apollo? Wow. Animal Crossing. Als ob. Meinen die die Raumfahrt oder was meint? Silvester TikTok. How to get Mercedes in Mario Kart.
Pelé, TikTok, Silvester 2021, ein weiteres Spielerlebnis, Silvester 2021, lustig, mein erstes aus dem Endscope, aus dem RFD. Was? Was? Wer hat AfD gesucht und hat mich gefunden? Oh mein Gott, ey. Lichtschalter, Silvester und sonstiges. Alter, warum findet man mich bei AfD? Ich bin noch nicht mal wahlberechtigt. Oh mein Gott. Top-Videos, die auf deine Inhalte hin. Okay, das Bayern-Schempel. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Shit. Ich war gerade auf der YouTube. Oh, nee. Okay. Okay, diese Videos, die weisen auf meine Videos hin. Aha. Das interessiert mich irgendwie nicht. Top-Playlisten. ASMR Roleplay gucken sich viele an. Fußball? Nein! Ich bin wieder da drauf. Was? Warte, was? Abraham? Oh, ich bin auf meinem Account. Abraham hat bei mir hat ein Video von mir in seiner Playlist. Okay. Okay, jetzt gucken wir mal auf die Zielgruppe. Oh, Geschlecht. Männlich 99,3% und weiblich 0,7%. Manche sagen Ausländer raus, ich sage Frauen raus. Nein, Spaß. Aber wer sind die 0,7%? Ist das meine Mutter oder? Alter, um einen Tag verzögert. 13. Das macht mir irgendwie Angst. 13 bis 7. 13 bis 7. 13 bis 17. 0%. Aber das steht auch um einen Tag verzögert. Und ich glaube nicht, dass 0% meine Videos schauen. Ich glaube, ein paar Klassenkameraden gucken meine Videos. Haben die das eingestellt, dass sie irgendwie fehlen? Obwohl, kann sein. Kann sein. Aber es ist wahrscheinlich in echt mehr als 0% hier. 18 bis 24, 20,1. Okay, ihr könnt euch das ja angucken. Ihr seht es ja selber. Digga. Ihr wollt mich verarschen. Deutschland 63,1%. Österreich 0,6%. Da fragt man sich schon so, warum 0,6%? Dann denkt man sich, oh, sonstiges 35,1% vielleicht. Dann. Dann sieht man sonstiges 35,1%. Ja, könnte die Schweiz sein, könnte Dänemark sein, könnte Luxemburg sein, könnte, weiß ich nicht was sein. Ein Teil von Belgien, Niederlande. Und dann kommt so Indonesien mit 1,2%. Indonesien. Wer guckt meine Videos aus Indonesien? Und welche Videos überhaupt? Können die mich überhaupt verstehen? Soll ich versuchen, einen indonesischen Untertitel in dieses Video zu machen? Oder soll ich in den Thumbnail reinschreiben, irgendwas auf Indonesisch? Zieh Leine. Nein, Spaß. Also, wenn die mich supporten, dann ist das natürlich schön. Ton. Top-Sprachen. 0,1% Spanisch. Dann könnte er halt, als ob. Hä, habe ich irgendwo einen spanischen Untertitel? Als ob ich irgendwo einen spanischen Untertitel habe. Okay, jetzt gucken wir uns mal die interaktiven Inhalte an. Teaser-Klicks pro angezeigtem Infocard-Teaser. Wie oft die Videos aus der Infocard angeklickt wurden, das mache ich in der letzten Zeit natürlich nicht. Infokarten, weil ich überhaupt kein Internet habe. Ich glaube, hier ist nicht. Denke ich. Okay, dann können wir uns noch die Playlisten angucken. 4-mal wurde eine Playlist von mir angeguckt. Ja, können wir machen. Ja. Videoaufruf. Und in welche Playlist tue ich dieses Video eigentlich rein? Vielleicht eine Reaktion? Ich reagiere auf meinen Kanal? Ich reagiere auf Kilian Degang? Ach, keine Ahnung. Videoaufrufe in Playlists.
Oh, minus 53%. Das ist nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Playlisten sind mir eigentlich auch relativ schnuppe. Mhm. Durchschnittliche Zeit in Playlist. 20 Minuten, 10 Minuten. Der, was machen die bei mir alle? Und Top-Playlist, ja, war klar. War klar. ASMR Roleplay, Personal Attention und Favorit. What the fuck? Ich habe so eine Favoritenplayliste. Da tue ich alle Videos rein, die ich irgendwie cool finde, aber die ist auf privat gestellt oder. Nee, noch nicht mal auf Licht gelistet, auf privat, weil die privat ist. Also da ist jetzt, da sind also nur normale Videos drin. Also nicht, aber wie können zwei oder bin das ich, diese zwei Aufrufe? Ach, ich habe keine Ahnung. Komm, guck mal, hier will ich nochmal was gucken. Zeitraum der Erstellung. Minecraft Fantasia. 213 Mal wurde meine Playlist angeguckt. Minecraft Temple 126. ASMR 117. Mineworld 52. Okay. Mhm. Among Us wurde einmal angeguckt. Mein FIFA 19 Kaiserslautern Karriere, die eine Folge lang ging. Mhm. Okay. Das kann ich verstehen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt mal alles angeguckt. Ihr könnt mich gerne abonnieren, damit. Warte mal, wo war's? Wo war's? Komm. Diese Zahl hier weiter nach oben geht. Das wär so krass. Oh mein Gott. Und falls jemand Telegram hat, dann schreibt den Wendler an, dass er mich abonnieren soll. Keine Ahnung, warum ich das sage, aber. Ist halt so, okay? Da würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Das hat sich gereimt. Tschüssi.